So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neue Tagesaufgabe, man kennt ihn. Shop habe ich heute Morgen auch schon hochgeladen, aber jetzt erstmal hier zu der Mission. Lebe im Solo- oder Team-Modus länger als deine Gegner. Bedeutet, gerade mal hier im Bildschirm, damit der Controller auch zählt, wir müssen entweder im Team spielen. Du müsstest eigentlich auch zählen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann Solo-Modus, Arena ist möglich, Trio müsste eigentlich sogar auch gehen. Gruppenkeile geht aber nicht, weil da respawnt man ja. Also machen wir das Ganze mal Solo auf ganz entspannt. Und dann natürlich wie immer, danke an alle, die abonniert haben, danke an alle Kommentare. Was mir heute aufgefallen ist, ich hatte zwei Leute, die auch schon mit mir zusammengespielt haben. Hört auf, nach Skins zu fragen. Hört einfach auf damit. Weil es bringt einfach nichts. Warum soll ich euch einen Skin schenken und dem anderen nicht? Hört auf mit dieser Bettelerei, weil es bringt einfach nichts. Ganz einfach. Seid froh, dass ihr schon mal von mir die 10 Euro bekommt in dem Sinne. Als quasi Dankeschön von mir. Und ich werde halt keine Skins verschenken in dem Sinne. Weil warum soll ich das machen? Wir haben jetzt 426 Abonnenten. Wenn jeder einen Skin haben will, 1000 V-Bucks, könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wo die Rechnung hingeht. Das wird dann ein bisschen teuer, würde ich mal behaupten. So, dann, wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Gewinnspiel abläuft, einfach zuhören. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 430 gibt es die dritte Zahl, bei 440 die vierte und so weiter. Heißt also, du kannst den Code dann ausprobieren. Ich habe auch extra ein Video dazu gemacht. Einfach in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich halt, wie gesagt, extra ein Video dazu gemacht. Einmal, wo ich mich vorstelle und genau erkläre, wie ihr den Code ausprobieren könnt und einlösen könnt ihr natürlich überall da, wo ihr wollt. Aber denkt dran, ist ein 10-Euro-Code, kein 20-Euro-Code. Demnach macht es Sinn, sich was zu kaufen, was 10 Euro wert ist. So, das war erstmal das. Dann für die, die mich halt supporten wollen, mit Likes etc. Klar, da geht erstmal ein Kuss raus an alle. Dann aber die wirklich richtig helfen wollen. Es bringt mir derzeit noch nichts, wenn ihr spendet. Spenden sind okay, um Gottes Willen. Nehme ich natürlich auch gerne an. Aber am meisten ist mir derzeit geholfen, erstmal die Videos teilen und so weiter. Und vor allem guckt die Videos zu Ende. Am allerliebsten guckt den ganzen Tag meine Videos. Von mir aus mit drei Geräten, weil die Wiedergabezeit wird am Ende erstmal das Problem sein, denke ich mal. Weil YouTube verlangt ja die 4000 Wiedergabestunden von euch. Und ihr könnt euch schon mal ausrechnen, am Tag muss ich mindestens 10, bla 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 Wiedergabestunden haben. Und da wir ja ziemlich kurze Videos haben, ist das nicht ganz so leicht. Warum ruckelt hier die Kacke so? Alter. Hallo, Fortnite. Dankeschön. Also, wer da richtig supporten will, einfach Videos auf Dauerschleife, macht eine Playlist an, lasst sie einfach laufen. Das hilft mir wirklich derzeit am meisten als jeder andere Euro. Weil manche haben schon, ich würde dir gerne spenden, aber ja, ist klar. Ich weiß, dass ich junge Zuschauer habe, dass ihr mir nicht spenden könnt, ist mir schon bewusst. Ist aber auch kein Ding. Wie gesagt, größter Support ist derzeit wirklich die Videos bis zum Ende gucken. Gerne auch andere Videos angucken, auch wenn ihr sie schon kennt. Das supportet mich gerade richtig. Komm schon hier hoch. Das war's ja wieder mal komplett. Ja, ich höre schon Schüsse. Und der Loot ist aber auch wieder eine. Oh, ich hasse es. Ich muss eben mal auf diesen Bildschirm zurück. Ich krieg schon Besuch. So, kurze Info, was die Aufgabe betrifft. 35 Leute haben wir jetzt schon überlebt. So, jetzt sind wir schon bei 37 Leuten. Den Kill hol ich trotzdem mit. Egal. Ich weiß auch nicht, ob das Matchmaking schon drin ist. Aber zurückzukommen wegen dem Support. Erstmal natürlich Dankeschön an jeden, der liked etc. pp. Aber wie gesagt, am meisten hilft ihr mir derzeit. Am besten die Videos teilen. Sagt euren Freunden Bescheid, auch wenn ihr Konkurrenz bekommt.
was die Codes betrifft, aber desto schneller sind die Codes wieder knackbar. Und natürlich Wiedergabezeit, Wiedergabezeit. Ist der Baum einfach weg explodiert? Auch nicht schlecht. So, aber jetzt nochmal zurück zu der Aufgabe. Wie gesagt, ihr seht ja, jetzt leben noch 44. Ich weiß jetzt nicht, ob wir genau mit 100 angefangen haben. Heißt, wir haben jetzt schon 57 überlebt. Ne, ich muss mich hier abziehen. 56 überlebt. Das Ganze quasi dreimal und schon haben wir es geschafft. Also im Prinzip, wenn ihr eine Runde gewinnt und dann als 49. sterbt quasi, habt ihr die Aufgabe schon geschafft. Also ganz easy eigentlich. So, hier wäre mal ein bisschen Loot, nicht schlecht. Irgendwie ist hier die Seuche gerade drin. Vor allem diese Lags, das ist so abartig. Das kann nicht sein, dass hier nur Pistolen am Start sind. Bam, bam, bam. Hier müsste eigentlich seit wann? Hä? Hier muss eigentlich einer gewesen sein. Weil hier ist die Munition. Ja, hier war auch einer. Boah, Bruder, muss los. Hat er alles gelootet? Tatsächlich. Also die Lags sind nicht von mir. Definitiv nicht. Hä? Ach, der ist da! Wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Springt er runter oder nicht? Vor allem, wo ist er? Nein, er hat echt noch Leben geholt. Leck mir am Arsch, du Hund! So, aber ihr habt jetzt gesehen, wie viel haben wir? 72 schon überlebt, quasi das Ganze nochmal gemacht, bisschen besser, unter die Top 20 gekommen und schon hat man die Aufgabe geschafft. Wie gesagt, nur im Solo-Modus möglich oder Team-Modus. Im Duo-Modus könnt ihr mal probieren, aber da bin ich mir nicht sicher, aber müsste eigentlich auch gehen. Weil Duo ist ja auch ein Team. Ein Team aus zwei Leuten. Aber es geht halt definitiv nicht in Gruppenkeile. Dann würde ich sagen, wie gesagt, gerne supporten. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, viel Spaß mit den nächsten Aufgaben. Aber derzeit ist ja, was Aufgaben betrifft, ein bisschen mau. In dem Sinne, haut rein.